Wind. Mein Name ist Harald Wildfellner und ich darf Sie im Namen von Katholischer Männerbewegung und Volkshochschule Linz herzlich zum zweiten Abend der diesjährigen Männervortragsreihe begrüßen. 20 Jahre führen KMB und VHS Linz nunmehr bereits diese Veranstaltungsreihe durch und als Wegbegleiter, sei es als Zuhörer, sei es als Berater oder auch als Referent, ist uns Magister Dr. Eduard Weidhofer zur Seite gestanden und ich freue mich ganz besonders, dass er heute im Rahmen dieser 20-Jahr-Jubiläumsreihe hier heute wieder einen Vortrag hält. Schönen guten Abend, Eduard. Die Veranstaltungsreihe, die seit 1995 läuft, spannt einen breiten Bogen über männliche Lebenswelten und vieles, was hier in dieser Reihe thematisiert wurde, findet sich nunmehr auch wieder im neuen Buch von Eduard Weidhofer, das dem heutigen Vortrag zugrunde liegt und die neue Männlichkeit Wege zu einem erfüllten Leben betitelt wurde. Und wir haben hier auch einen kleinen Büchertisch. Sie können dieses Buch dann im Anschluss auch käuflich erwerben. Eduard Weidhofer ist aber nicht nur Vortragender und Autor. Er ist Theologe, er ist klinischer Gesundheitspsychologe, Notfallpsychologe, Psychotherapeut mit Ausbildung in klientenzentrierter Psychotherapie. Er ist systemischer Familientherapeut und Traumtherapeut. Er ist NLP-Master und verfügt über eine Ausbildung als Supervisor. Besonders bemerkenswert ist seine Tätigkeit für die Familientherapiezentrum oder das Familientherapiezentrum und die Männerberatung des Landes Oberösterreich, die er gegründet hat, aufgebaut hat, viele Jahre geleitet hat. Auch zuvor hat er viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Kinder- und Jugendneuropsychiatrie hier war er tätig. An der Fachhochschule für soziale Arbeit war er Lektor für Genderfragen in der Sozialarbeit. In eigener privater Praxis bietet er Einzel-, Paar- und Familientherapie an und auch Männerberatung und Supervision. Ich hoffe, ich habe da jetzt alles soweit abgedeckt in deiner großen, langen Biografie. Und damit darf ich dich eigentlich schon um deinen Vortrag bitten mit dem Titel Echt männlich? Fragezeichen, neue Männlichkeiten. Bitte, Eduard. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, kann man mich hinten gut verstehen? Geht's? Okay. Mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar, Sigmund Freud hätte wahrscheinlich eine Freude mit mir. Und zwar, ich habe als Überschrift der PowerPoint nicht den Titel geschrieben, Echt männlich, neue Männlichkeiten, sondern den Titel des Buches. Okay. Hat schon seinen Sinn wahrscheinlich, nicht, dass ich das so gemacht habe. Aber es war mir nicht bewusst, jetzt im Moment, wie du mich vorgestellt hast, ist mir aufgefallen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich über das Thema sprechen kann und danke nochmals für die Einladung. Möchte mit einer Vorbemerkung beginnen. Wir erleben derzeit in ganz Europa einen unübersehbaren Rechtsruck in der Politik. Gerade junge Männer wählen rechtspopulistische Parteien. Und Männer zeigen derzeit wenig Bereitschaft, politische Macht mit Frauen zu teilen, wie sich kürzlich auch bei der Bildung der Landesregierung gezeigt hat. Es geht also wieder deutlich rückwärts. Männer schließen sich zusammen, Frauen werden aus der Politik ausgeschlossen. Alte Werte leben wieder auf. Das ist eine Gelegenheit für mich, mich zu erinnern an den Aufbruch in eine neue Männlichkeit sozusagen Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ich glaube, wir brauchen also dringend wieder mehr neue Männer. Die vorwiegend von Männern verursachte Finanz- und Wirtschaftskrise scheint eine große Rolle bei der Rückwärtsentwicklung der Gesellschaft zu spielen. Die Rolle der Wirtschaft wird wieder wichtiger. Es geht um Wirtschaftsstandortdiskurse, um Arbeitsplätze, um Schutz der Heimat
um unsere Leid, wie das Heimbuchner bezeichnet hat. Schutz vor Eindringlingen, vor Flüchtlingen. Kein Platz für Genderfragen. In schwierigen Zeiten besinnen sich die Menschen offensichtlich wieder auf konservative, alte Werte. Ängste und Unsicherheiten machen sich breit. Das Denken wird enger. Die Folge ist eine gesellschaftliche Entsolidarisierung. Und das erleben wir gerade heute. Traditionelle Männerbilder von Härte, Macht und Konkurrenzstreben leben wieder auf. Harte Männer wie Orbán in Ungarn zeigen wenig Mitgefühl mit Flüchtlingen, errichten Grenzzäune und schüren Ängste in der Gesellschaft, was einzig ihrem Machterhalt dient. Man hält sich wieder an Führerfiguren wie Erdogan in der Türkei, die einem Sicherheit geben und scheinbar wissen, wo es lang geht und was zu tun ist. Und die vor allem nicht in Verdacht stehen, weibliche Werte zu leben. Ja, ich werde im Vortrag einen Überblick geben über mein Buch. Im ersten Kapitel, ja, ich werde oft gefragt, warum hast du überhaupt ein Männerbuch geschrieben? Es gibt doch schon so viele Männerbücher. Was mich als Männerberater und ehemaliger Leiter der Männerberatungsstelle des Landes Oberösterreich bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, sind die vielen Schicksale von Männern, die ich gesehen habe. Und die Vision von einer neuen Männlichkeit, besser gesagt von neuen Männlichkeiten. Der Singular im Buchtitel wurde mir vorgegeben vom Verlag, da hatte ich wenig Einfluss, aber es ist korrekter, von Männlichkeiten zu sprechen, denn es geht um Diversität, um Vielfalt, um eine Vision von neuen Männlichkeitsbildern. Ich sehe viele Männer, die mit ihrem Leben zu kämpfen haben. Sie machen es sich selber schwer, indem sie sich verschließen, ihren Schmerz nicht zeigen, ihre Verletzlichkeit nicht zeigen, nach außen hin hart bleiben. Männer, die sich verunsichert fühlen von Frauen, die sich ständig weiterentwickeln und immer stärker werden, die sich unterlegen fühlen und schließlich verstummen oder erfolglos versuchen, ihre Macht auszuüben, indem sie Gewalt anwenden, ihre Partnerin abwerten und so die Beziehung zerstören. Viele jedoch unterwerfen sich und passen sich den Wünschen der Frau an, was sie aber immer unzufriedener macht. Manche beginnen auch zu trinken und stehen schließlich vor den Trümmern ihrer Ehe. Andere powern sich im Beruf aus und riskieren damit gesundheitliche Probleme. Und dann stellt sich die Sinnfrage: Wozu habe ich unter großen Entbehrungen ein Haus gebaut, in dem sich meine Frau nicht glücklich fühlt und das nach einer Trennung verkauft werden muss? Wozu habe ich ständig Überstunden gemacht? Wozu das alles? Dabei geschah alles nur in bester Absicht. Man wollte der Familie etwas bieten, Lebensstandard. Und nun geht die Frau mit den Kindern weg. Und zurück bleibt Verzweiflung. Sich über den Beruf zu definieren und in der Arbeit aufzugehen, hat einen hohen Preis. Die Beziehungen zur Partnerin und zu den Kindern und zu anderen Männern bleiben oft auf der Strecke. Das alte Männerbild vom Familienernährer trägt nicht mehr und ist überholt. Wir brauchen eine neue Vision von neuen Männlichkeiten, von selbstbewussten Männern, die Verantwortung übernehmen für ihr Leben und die der Mitmenschlichkeit und ihren Beziehungen den Vorrang geben. Denn gelingende Beziehungen machen schließlich ein erfülltes und befriedigendes Leben aus. Die Männer des ersten Männerzentrums in Berkeley in Kalifornien formulierten bereits vor 45 Jahren, ich zitiere: Wir als Männer
wollen unsere volle Menschlichkeit wiederhaben. Wir wollen nicht mehr länger in Anstrengung und Wettbewerb stehen, um ein unmögliches und unterdrückendes männliches Image zu erreichen. Hart, schweigsam, cool, gefühllos, erfolgreich, Beherrscher der Frauen, Führer der Männer, reich, brillant, athletisch und heavy. Wir möchten uns selbst gern haben. Wir möchten uns gut fühlen und unsere Sinnlichkeit, unsere Gefühle, unseren Intellekt und unseren Alltag zufrieden erleben. Eine Vision. Visionen haben große Kraft und es braucht eine Vision, um in dieser Welt etwas zu bewegen, etwas zu verändern, etwas in Bewegung zu bringen. Wenn wir etwas verändern wollen, brauchen wir attraktive und realistische Zukunftsbilder, die uns begeistern, motivieren und emotional bewegen. Aber dafür müssen wir etwas tun. Und das betrifft auch die Männerbilder. Ich möchte mit meinem Buch die Männer ermutigen, eine Vision ihres eigenen Lebens zu entwickeln, ihre Männlichkeit bewusst zu leben, ihrer inneren Stimme zu folgen, ihrer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben nachzugehen, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und sich nicht mit dem halben Leben zufrieden geben. Es heißt oft, Arbeit ist das halbe Leben. Das ist es buchstäblich. Und es geht auch um den sogenannten Traum vom gelungenen Selbst, wie das Harry Merl, einer meiner Mentoren, formuliert. Und bei Männern um den Traum von einem gelingenden Männerleben. Und darum geht es in diesem Buch. Vieles, was ich hier geschrieben habe, gilt natürlich genauso für Frauen, aber ich habe eben ein Männerbuch geschrieben. Bei Frauen kenne ich mich weniger aus. Das müssen die Frauen selber schreiben. Ja, im ersten Kapitel setze ich mich mit dem gegenwärtigen Männlichkeitsdiskurs auseinander und es stellen sich viele Fragen. Welche Männerbilder bestehen derzeit? Wie behindern traditionelle Bilder die persönliche Weiterentwicklung? Und welchen Preis bezahlen wir, wenn wir einengenden herkömmlichen Männerbildern folgen? Und was sind neue Männer? Dann auch, brauchen wir neben der Politik für Frauen auch eine emanzipatorische Männerpolitik jenseits von Feminismus und Antifeminismus? In der Schweiz gibt es übrigens einen Verein, ich glaube, der wurde jetzt verboten, das war der Verein Antifeminismus. Sie haben es ein bisschen umbenannt, also ich glaube, er geht weiter, der Verein, aber unter anderem Namen. Es hat auch eine Homepage gegeben, männerrat.de, die wurde auch verboten. Da waren lauter frauenfeindliche Statements drinnen und lauter Beispiele, wie Frauen Männer schlagen und wie Männer Opfer sind und so weiter. Also in Deutschland ist die Szene noch etwas heftiger als bei uns. Die Szene der Auseinandersetzung. Ja, wann sind Männer wirklich in der Krise? Und wenn ja, welche Chancen liegen in der Krise? Man sagt ja immer, der Feminismus ist schuld, dass die Männer in der Krise gekommen sind. Ich denke, es ist eine Riesengelegenheit, dass wir Männer eigene Bilder entwickeln. Wann bin ich also ein Mann? Und da gibt es viele Vorbilder für Jugendliche von harten, coolen Männern, die sich abrackern, ihren Körper stehlen. Ja, durch die herrschenden Klischees über typisch männlich und typisch weiblich fühlen sich viele Männer und Frauen eigentlich diskriminiert. Denn es gibt viel weniger natürliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, als uns vermittelt wird. Da gibt es das berühmte Buch, das ist so ein Schmöcker, die Geschlechterlüge, wo es dargestellt wird, dass es fast größere Unterschiede innerhalb der Gruppe der Männer gibt, als zwischen Männern und Frauen.
oder innerhalb der Gruppe der Frauen als gegenüber Frauen und Männern. Das Männlichkeitsprofil von jüngeren Männern zeigt heute neben einer Zunahme traditionell männlicher Eigenschaftsattribute einige neue, bislang eher weiblich konnotierte Facetten. Junge Männer wollen auch kreativer sein, wollen romantischer sein und anpassungsfähiger. Aber das sind nur so Kleinigkeiten. In Wirklichkeit sind die harten Eigenschaften noch verstärkt eher bei den jungen Leuten. Was erwarten Frauen heute von Männern? Was haben die für ein Männerleitbild? Er soll die Familie gut versorgen, sexuell treu sein, liebevoll, fürsorglich für die Kinder, zärtlich Gefühle zeigen, Gefühle anderer verstehen, hilfsbereit sein, beruflich kompetent sein, leistungsorientiert, ehrgeizig, diszipliniert, flexibel, Durchsetzungsvermögen haben, Konflikten nicht ausweichen, romantisch sein, Arbeiten im Haushalt erledigen und einen Ausgleich zwischen Privatem und Beruf herstellen. Soweit die neueste deutsche Studie. In dieser Studie von Wippermann zeigt sich ein deutlicher Widerspruch zwischen 30 und 45-Jährigen, Männer zwischen 30 und 45 Jahren. Von diesen Männern erachten 3/4 eine konsequente Gleichstellung zwischen den Geschlechtern im beruflichen wie im privaten. 30% sogar mit großem Nachdruck. Und gleichzeitig können sie das in die Praxis nicht umsetzen. 84% der Männer praktizieren in der Regel in der Praxis sozusagen gleichzeitig eine traditionelle Rollenteilung. 13% sogar eine sehr konsequent traditionelle. Nun zur österreichischen Männerstudie, die mich eigentlich auch animiert hat, über dieses Thema zu schreiben, weil hier nämlich auffällig ist, dass es einen Rückschritt gibt. Und zwar seit ungefähr der Jahrtausendwende, von 2002 bis 2012, nehmen die traditionellen Männer wieder zu und auch die pragmatischen Männer. Ich sage dann gleich, was das ist. Und die neuen Männer oder modernen Männer, wie Zulinger das dann genannt hat, nehmen stark ab. Und das hat mich hellhörig gemacht. Was ist jetzt ein traditioneller Mann? Der sagt zum Beispiel, die Frau soll für den Haushalt und die Kinder da sein. Der Mann ist für den Beruf und für die finanzielle Versorgung zuständig. Der Mann erfährt in der Arbeit seinen persönlichen Sinn. Denn ein Mann ohne Erwerbsarbeit hat kein gesellschaftliches Ansehen. Und Feminismus ist überholt. Traditionelle Männer fühlen sich auch zuständig für familiäre Entscheidungen, für Zukunftsplanungen, beschäftigen sich auch weniger mit Kindern und delegieren Arbeit im Haushalt an die Frau. Was ist nun ein moderner Mann, ein neuer Mann, laut Zulinger? Diese Männer sagen, es ist eine Bereicherung, zur Betreuung seines Kindes in Karenz zu gehen. Am besten ist es, wenn Mann und Frau, und das ist revolutionär, wenn Mann und Frau beide halbtags erwerbstätig sind und sich beide gleich um Haushalt und Kinder kümmern. Frauenemanzipation ist eine notwendige und gute Entwicklung. Diese neuen Männer, unter Anführungszeichen, mir gefällt ja der Titel nicht so gut, aber ich unterscheide auch zwischen neuer Männlichkeit und neuen Männern. Ja. Weil Männlichkeit, da geht es um ein Männlichkeitsbild. Und das kann durchaus neu sein. Neue Männer haben einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen, haben ein positives Verhältnis zur Homosexualität und eine geringere Gewaltneigung als traditionelle Männer. Sie sind partnerschaftlicher eingestellt, sind offen auch für die Inanspruchnahme von Väterkarenz oder Papamonat.
übrigens in Österreich seit diesen neuen Regelungen des Kinderbetreuungsgeldes ist die Karenzrate erheblich angestiegen und wir sind derzeit bei 18%. 18% der Männer nehmen Väterkarenz in Anspruch. Allerdings in Deutschland ist man noch weiter, da haben schon 28%. Und wie ich vor einer Woche bei dieser Veranstaltung hier erfahren habe, in Island 84%. Also da haben wir noch ein bisschen. Was sind jetzt pragmatische Männer? Die holen sich sozusagen von den modernen Männern ein bisschen was und von den traditionellen. Ja, die machen so einen Mix, so ein bisschen picken sich die Rosinen heraus. Die größte Gruppe, wie Sie sehen können, sind die suchenden Männer. Und zwar in allen drei Untersuchungen dieser Längsschnittstudie über 20 Jahre. Und die sind noch auf der Suche. Die wollen sich nicht festlegen, sozusagen. Was für mich das Auffälligste ist, ist eben diese Modernisierung der Männerbilder zwischen 1992 und 2002. Allerdings, auch so wie in Deutschland, sind Frauen noch moderner eingestellt als Männer, weniger unsicher in ihrer Geschlechtsrolle. Überraschenderweise stellt sich aber in dieser Studie dann von 2012 heraus, dass es wieder rückwärts geht. Eine Retraditionalisierung sozusagen oder Entmodernisierung bei Männern. Immer noch gilt die Formel von Paul Zulehner: Männer sorgen für das Einkommen, Frauen für das Auskommen. Allerdings muss man fairerweise sagen, innerhalb der Gruppe der modernen Männer gibt es sozusagen eine Spitzengruppe, die besonders aufgeschlossen sind und modern sind. Und die fallen uns natürlich dann auch ins Auge. Der Kinderwunsch bei Männern ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Andererseits, der Autoritarismus hat zugenommen, etwa seit der Jahrtausendwende. Und das sehen wir jetzt auch in diesem politischen Trend. Traditionelle und pragmatische Männer neigen zum Beispiel auch häufiger zur Abneigung gegenüber oder Abweisung von Migranten. Das hat Zulehner damals schon mit untersucht. Frauen haben insgesamt ihr Rollenbild viel rascher entwickelt und sind weniger suchend, eher pragmatisch eingestellt. Die Hälfte der Frauen haben die Meinung, für eine moderne Frau ist es heute schwer, einen entsprechenden Lebenspartner zu finden. Dass es also deutlich mehr moderne Frauen gibt als moderne Männer, ist also für den Heiratsmarkt nicht unbedingt positiv aus Sicht der Frauen. Darauf hat auch schon der Kabarettist Bernhard Ludwig in seinen Kabarets also mehrfach hingewiesen. Ja, wie erklärt sich nun dieser rasante Anstieg der pragmatisch eingestellten Männer, beziehungsweise auch der traditionellen? Ungefähr die Hälfte der Männer, die befragt wurden, stimmten der Aussage zu, die neuen Geschlechterrollen sind anstrengender als die traditionellen. Und es stimmt natürlich, neue Rollen zu entwickeln, kann tatsächlich anstrengend sein. Dieser Balanceakt Familie und Beruf zu vereinbaren, ist einfach schwierig für Männer. Und es kann für traditionell Eingestellte einfacher sein. Einfach, die gehen arbeiten und die Frau versorgt die Kinder. Meines Erachtens hat die vorwiegend von Männern verursachte Wirtschafts- und Finanzkrise, wie schon erwähnt, erheblichen Anteil an der vorübergehenden Retraditionalisierung der männlichen Geschlechtsrolle. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das wieder ändert. Denn die Entwicklung zu neuen Männlichkeiten hat schon begonnen und ist nicht mehr umkehrbar. Also ich denke nur, dass das so eine kleine Ehrenrunde ist, eine Schleife. Ja. Aber zugegebenermaßen, es ist ein anstrengender Aufbruch in diese neue Richtung. Ich fasse das erste Kapitel zusammen.
Meine Vision ist, dass wir Männer die althergebrachten Mythen über Männlichkeit hinterfragen und aufbrechen, sodass etwas Neues entstehen kann. Wir brauchen positive Bilder, sogenannte fürsorgende Männlichkeiten, Caring Masculinities, an denen sich auch Buben orientieren können. Dass Männer also auch in die Pflege gehen und nicht nur in Metallberufe zum Beispiel. Durch die rigide Abgrenzung von allem Weiblichen und das Fehlen positiver Männerbilder entsteht bei Buben und Burschen oft so ein Vakuum, eine große Unsicherheit, die dann mit Coolness überspielt wird. Und, ja, und vor allem das Selbstwertgefühl der Buben und der Burschen muss gestärkt werden. Da haben wir noch ganz viel Arbeit, wenn wir eine neue Männergeneration wollen und keine neue Auflage überkommener Männerbilder. Und wir erwachsene Männer haben dabei eine große Verantwortung und sollten die Erziehung der Buben und die Vermittlung neuer Männlichkeitsbilder nicht allein den Frauen überlassen. Ich wurde kürzlich gefragt von einer Journalistin vom Live-Radio, wo ich ein Interview gegeben habe, was können wir Frauen jetzt tun für die Männer, dass es ihnen besser geht? Ich habe die Frage schon ein bisschen witzig gefunden. Ich habe gesagt, nicht viel, eigentlich gar nichts. Wir Männer müssen selbst Verantwortung für ihr Leben, für unser Leben übernehmen. Dann hat sie gesagt, ja, das ist nachvollziehbar, das stimmt. Ja, ich habe mein Buch jetzt nach diesem Einleitungskapitel so aufgebaut, nach den vier zentralen Lebensbereichen, nach Peseschkian und Petzold, Beruf, Arbeit und Leistung, Körper und Gesundheit, Beziehungen von Männern und wichtige Werte und Ziele im Leben. Im zweiten Kapitel geht es um die Dominanz und Überbewertung von Arbeit im Leben der Männer. Arbeit ist das halbe Leben, habe ich schon erwähnt. Männer müssen immer funktionieren oder glauben, funktionieren zu müssen, leisten freiwillig Überstunden aus Loyalität zur Firma, setzen sich selbst unter Druck. Sie wollen einfach mehr Geld heimbringen. Was dann die Folge ist, es wird mehr konsumiert. Und wenn mehr konsumiert ist, braucht man noch mehr Geld. Was sind die Kennzeichen der modernen Arbeit heute? Globaler Wettbewerb, Rationalisierung, alles muss schneller gehen. Es muss effizienter gehen, mit weniger Personal, ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit und vor allem prekäre Arbeitsverhältnisse. Das betrifft aber Männer und Frauen. Bei der Tagung der Bischöflichen Arbeitslosenstiftung am 7. Oktober mit dem Thema Arbeit um jeden Preis, Fragezeichen, war man sich einig, es braucht eine gerechte Verteilung von Arbeit und eine gesellschaftliche Anerkennung jeder Arbeit. Also im Prinzip ist eigentlich jede Arbeit gleichwertig, wenn man es genau nimmt. Dann wurde auch vorgeschlagen, sozusagen etwas provokativ, eine Gewinnbeteiligung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Firma. Ja. Das Motto dieser Tagung, Arbeit, Leben ist mehr als nur Arbeit. Und dieses Motto trifft vor allem Männer, denn Männer definieren sich über Arbeit sehr häufig. Und es geht darum, Arbeit und Leben solidarisch in unserer Gesellschaft zu teilen, vor allem mit Frauen. Traditionell eingestellte Männer sehen sich immer noch als Familienernährer und tun sich schwer, sich mit Teilzeit anzufreunden. Da gibt es in der Schweiz ganz ein tolles Projekt, im Internet eine Homepage, der Teilzeit, www.teilzeitmann.ch. Da werden Männer vorgestellt, so Pioniere, Teilzeitpioniere, die also es geschafft haben, in Teilzeit zu gehen und die dann beschreiben, wie es ihnen geht dabei. Und mit Foto drinnen und das wird dann in gewissen Abständen wieder ausgetauscht, stellen sich andere Männer vor. Das ist sozusagen eine indirekte Werbung für Teilzeitarbeit. Übrigens in Holland gibt es eine ausgeprägte Teilzeitkultur, was bei uns kaum vorhanden ist bei Männern. Ich habe mal etwas Witziges erlebt in der Beratung.
zufällig hat einmal die Frau mehr verdient als der Mann. Und der Mann hat sich aber ganz deutlich deklariert als Ernährer der Familie. Also ich muss ja die Familie ernähren. Nicht? Habe ich witzig gefunden. Was wir auch feststellen können, ist eine sogenannte Traditionsfalle, wenn das erste Kind kommt. Da können die jungen Paare noch so egalitär sein und fortschrittlich denken, wir machen alles gemeinsam, halbe, halbe, und wir teilen uns alles auf. Wenn das erste Kind kommt, gibt es in der Regel einen Rückfall in die Tradition und der Mann bleibt in der Arbeit. Es ist sogar so, dass er die Arbeit in der Regel um 1 bis 2 Wochenstunden erhöht, Wochenarbeitsstunden erhöht. Und die Frau ist bei den Kindern. Wie schon gesagt, kann die Arbeit identitätsstiftend sein für Männer und bringt auf jeden Fall Anerkennung. Und das ist, was Männer ja sehr stark brauchen. Kann aber auch zur Arbeitssucht führen. Und zwar durch das sogenannte Flow-Gefühl, dass man sich in der Arbeit, es läuft so und man hat so viel Erfolg und man kann so viel bewirken. Und man ist so richtig engagiert und begeistert. Ja. Nur die Rate von Burnout-Fällen, was jeder Psychotherapeut und Arzt bestätigen kann, ist im Steigen. Ja. Und vor allem auch bei Männern, die das übersehen, wo ist meine Grenze? Wo ist die Grenze der Belastbarkeit? Und hier gibt es eine große Diskussion. Also ist Burnout jetzt im Individuum begründet oder hat es andere Gründe? Die Ursachen aus meiner Sicht sind nicht nur in der geringen Belastbarkeit des Einzelnen zu suchen, sondern vor allem im globalisierten neoliberalen Wirtschaftssystem mit ständigem Preisdruck, Umstrukturierungen, Rationalisierungen, Personalreduzierungen. Das macht Stress. Ein weiteres Thema, das ich behandle, ist die Arbeitslosigkeit. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, als ich gelesen habe, dass die Lebenserwartung von Arbeitslosen geringer ist als im Durchschnitt. Also das finde ich gesellschaftspolitisch bedenklich. Dass Arbeitslose häufiger Depressionen haben, Ängste haben, isoliert sind, weil sie den Kontakt verlieren, wenn sie nur berufliche Kontakte hatten. Und das ist sehr häufig der Fall. Ja, auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem. Das war bisher immer nur ein Frauenproblem, aber wenn man genau hinschaut, ist es für Männer oft sogar schwieriger, Beruf und Familie zu vereinbaren, weil die Firmen nicht mitspielen. Die Wirtschaft ist der Meinung, der Mann hat 40 Stunden zu arbeiten und wenn er weniger arbeiten will, dann ist er nicht motiviert oder wenn er in Karenz gehen will. Also man muss den Firmen auch klar machen, dass sie Vorteile haben, wenn Väter in Karenz gehen. Man weiß heute, dass wenn Männer längere Zeit zu Hause bei den Kindern waren, in der Familie, dass sie sogenannte Schlüsselqualifikationen erwerben, die man im Beruf wieder brauchen kann, wie Kommunikation, Konfliktfähigkeit und so weiter. Und viele menschliche Qualitäten, die man mit Kindern einfach erwerben kann, wie Kreativität zum Beispiel auch. Ja, ein Beispiel aus der Praxis. Georg erzählt in der Männerberatung, dass er bereits 2 Jahre zuvor einen Zusammenbruch hatte. Er hat seiner Meinung nach sehr viel gearbeitet und daneben noch ein Haus gebaut. Psychosomatische Beschwerden, sexuelle Lustlosigkeit und Erektionsstörungen stellten sich ein. Derzeit ist er antriebslos und beruflich frustriert, da Kollegen, die er eingearbeitet hat, ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut haben. Georg wirkt emotional weich, nachgiebig, gutmütig und konfliktvermeidend. Er hat Probleme, Nein zu sagen und neigt zum Beschwichtigen. Es zeigt sich dann, dass seine Mutter dass er sie sehr dominant erlebt hat in der Kindheit und dass sein Vater nicht präsent war und sich nicht um ihn gekümmert hat. Und in der Beratung arbeitet nun Georg daran, selbstbewusster zu werden, mehr auf sich zu achten und auch seine Grenzen auszuloten.
Ein zweites Beispiel. Sebastian, 55, kommt wegen Depression und Burnout in die Männerberatung. Er fühlt sich seit Jahren müde und ausgelaugt. Trotz der Erschöpfung arbeitet er 10 bis 12 Stunden täglich, oft bis 21 Uhr. In der Firma herrscht Kompetenzchaos. Die Aufgaben sind schlecht verteilt. Es bleibt vieles an ihm hängen, um das sich die Kollegen nicht kümmern. Er hingegen ist sehr verantwortungsbewusst und zuverlässig. Sich abzugrenzen oder Nein zu sagen, fällt ihm sehr schwer, da er sich verantwortlich fühlt. Er versucht es allen recht zu machen und stellt seine Wünsche hinten an. Seine Gedanken kreisen ständig um die Arbeit. Er ist zunehmend unkonzentriert und der Humor ist ihm abhanden gekommen. Die erwachsenen Kinder und die Partnerin machen sich bereits große Sorgen. Seiner Partnerin erzählt er nichts über den Job. Seine Frau, die bereits eine Einzeltherapie gemacht hat, droht ihm nun mit Trennung, falls er nichts verändert und keine Therapie beginnt. Ein häufiges Szenario. Sebastian hat sich für eine Psychotherapie entschieden und mittlerweile auch gelernt, sich abzugrenzen, Konflikte anzusprechen, also selbstbewusster zu sein und nichts mehr hinunterzuschlucken, Aggressionen verbal auszudrücken und für sich selbst besser zu sorgen. Und er betrauert jetzt, dass er sich in der Vergangenheit so wenig um die Kinder gekümmert hat, als diese ihn dringend gebraucht hätten. Aber er hat auch gelernt, sich mit seiner Geschichte auszusöhnen. Ja, also Männer stehen so quasi zwischen Arbeit und Liebe, auch Selbstliebe übrigens. Ja, ich fasse das zweite Kapitel zusammen. Meine Vision ist, dass Männer sich zunehmend den lebensfeindlichen Sachzwängen der Wirtschaft widersetzen und so wieder zu mehr Lebensqualität kommen können. Es sollte ein gutes Arbeitsleben für alle möglich sein. Dazu bedarf es unter anderem einer gesellschaftspolitisch notwendigen Neuverteilung der Arbeit zwischen Arbeitslosen und Berufstätigen, zwischen Vielarbeitern und Kurzarbeitern sowie zwischen Männern und Frauen. Also meine Vision wäre, dass Männer und Frauen annähernd gleich viel arbeiten. Dann hätten Männer auch mehr Zeit für sich selber, was ihnen wirklich Not tut, mehr Zeit für die Kinder und für die Familie. Das dritte Kapitel, Männer und ihre Gesundheit. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich das also ganz kurz halten. Es ist bekannt, dass Männer das Risiko suchen, dass Männer wesentlich mehr trinken als Frauen. 2/3 der Alkoholkranken sind Männer. Männer nehmen sich 3-mal so häufig das Leben als Frauen. Übrigens auch Buben nehmen sich 3-mal so häufig das Leben als Mädchen. Und Männer schätzen ihre Gesundheit regelmäßig besser ein, als sie wirklich ist. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf es beim Thema Depression bei Männern. Die wird nämlich unterdiagnostiziert. Man sagt immer, ja, Depression, das ist so eine Krankheit, die eher die Frauen haben. In Wirklichkeit zeigt sich Depression bei Männern anders und wird daher oft nicht erkannt von Ärzten. Also beispielsweise, wenn Männer aggressiv sind, reizbar sind, unruhig, angespannt, Schlafstörungen haben, sexuelle Lustlosigkeit, leicht kränkbar sind, Versagensängste haben, sich sozial zurückziehen, kann man auch an eine Depression denken. Ein interessantes Projekt auf Baustellen hat gezeigt, dass durch Körperübungen zum Beispiel, da hat man Pause gemacht am Bau, hat Entspannungsübungen angeboten und Körperübungen und die Arbeitsunfälle sind auf 0 gesunken. Ja, ich fasse das Kapitel über Gesundheit zusammen. Neue Männlichkeit bedeutet, verantwortungsvoll und sorgsam mit dem eigenen Körper umzugehen. Der Körper ist der Spiegel unserer Seele. Wenn wir seelisch in Balance sind, ausgewogen sind, geht es auch in der Regel dem Körper gut. Und wenn wir Männer die Körpersignale beachten, was Frauen meistens leichter fällt, und wenn wir diese ernst nehmen und uns darum kümmern, dass wir gesund bleiben,
wird es auch der Seele gut gehen. Dann haben wir auch mehr vom Leben insgesamt. Wenn wir also unseren Körper als lebendig erachten und nicht als Maschine, die man halt von Zeit zu Zeit zur Reparatur bringt, dann können wir spüren, was dem Körper gut tut. Ja, so sieht es oft aus bei Männern. Ja, das haben wir schon gehabt. Wir kommen zum nächsten Kapitel, Männer und Beziehungen. Die Beziehungen von Männern zu ihren Partnerinnen, es wird immer behauptet, Männer tun sich mit Beziehungen schwer und die Beziehungsarbeit wird von Frauen geleistet. Ich muss das leider bestätigen, in vielen Fällen. Und in der Praxis der Paartherapie mache ich dann die Erfahrung, dass Frauen häufig mit der Beziehung unzufrieden sind, in Therapie gehen, den Mann mitschleifen und Männer sich dann eher abwehrend verhalten am Anfang und die Beziehungsprobleme verharmlosen. Es geht uns ja eh ganz gut. Dahinter steckt oft eine diffuse Angst. Angst vor Konflikten, Angst, die Partnerin zu verlieren oder auch eine Scheu, Selbstverantwortung zu übernehmen für Beziehung. Also es scheint so, als ob Männer weniger geübt wären, Beziehung zu leben. Männer rechtfertigen sich sehr häufig, wenn sie von Frauen angegriffen werden, angeklagt werden. Sie beschwichtigen dann und bagatellisieren die Probleme. Die Beziehungsgestaltung zwischen Männern und Frauen ist sehr häufig unterschiedlich. Das hat Hans Jeluschek sehr schön beschrieben in seinen Büchern. Also Männer sind meist aufgabenorientiert. Also wenn die Frau irgendwas sagt, ist der Mann sofort, was kann ich tun? Ja? Also der will das Problem sofort als Aufgabe sehen, die zu lösen ist. Die Frauen sagen dann, na, ich wollte das nur erzählen, ich wollte nur reden drüber. Ja? Das können Männer oft nicht verstehen. Also Frauen sind viel mehr beziehungsorientiert. Männer sind auch ergebnis- und zielorientiert, während Frauen mehr prozessorientiert sind. Ich merke das bei mir selber, wenn irgendeine Entscheidung zu treffen ist, ich bin relativ schnell klar, was zu tun ist und meine Frau sagt dann, ah, da muss ich noch drüber nachdenken. Die braucht dann ein paar Tage vielleicht und dann sagt, ja, jetzt passt es, jetzt stimmt. Und Männer sind eher positional, das heißt, sie beziehen Position, sie geben Statements ab, während Frauen eher relational sind, das heißt, Fragen stellen, wie kommst du auf das und wie ist das für dich? Hans Jeluschek bringt die Männer auch mit dem chinesischen Yang-Stil in Verbindung, also dieses zielorientierte, durchsetzende der Yang-Energie und Frauen mit dem Yin-Stil, also innehalten, in Verbindung sein, fließen. Der berühmte Männerautor Björn Süfke sagt, Männer neigen zu Gefühlsabwehr und spalten die Gefühle häufig ab. Und das kann man bereits bei Buben tatsächlich sehen, die bestimmte Gefühle wie Unsicherheit und so weiter, Schwäche, nicht zugeben wollen und mit Coolness überspielen, wie sie es halt bei den erwachsenen Männern sehen. Viele Männer glauben, ihre Verletzlichkeit nicht zugeben zu dürfen, wenn man dann nicht mehr männlich sei. Ja, da gibt es einen tollen Rap-Song von der Girl Group Tic Tac Toe aus dem Jahr 1997. Da heißt es, große Jungs weinen nicht. Jeden Tag, jede Nacht steckst du fest in deiner Rolle. Du hast es nicht gemerkt, doch sie hat die Kontrolle über dich und die Gedanken, die du hast, zumindest fast. Denn manchmal hast du das Gefühl, dass du etwas verpasst. Aber was, willst du lieber gar nicht wissen? Denn du hast keine Lust, irgendetwas zu vermissen, das nicht passt in deine Welt, in der nur cool und tough sein zählt. So ist das Spiel. Aber wo ist das Ziel? Wo ist der Sinn? Wo willst du hin mit deinen Fragezeichen, die dich nicht erreichen? Denn du musst immer hart sein, musst immer stark sein, darfst dir keine Blöße geben. Du musst immer Größe leben. Du verfolgst deine Ziele, keine Zeit für Gefühle. Du musst immer wissen, was du willst, weil du nur dann was giltst.
Es ist, wie es ist, doch wenn du ehrlich bist, gib es zu, du hast es manchmal schon vermisst. Aber große Jungs weinen nicht, denn das ist peinlich. Und wenn sie es machen, dann machen sie es heimlich. Große Jungs führen Kriege, feiern ihre Siege, würden lieber erfrieren, als ihr Gesicht verlieren. Denn jeder will der Stärkere sein, jeder kämpft für sich allein. Eine Niederlage könnten sie sich nicht verzeihen. Denn wer verliert, passt nicht in diese Welt. Es geht um Macht, es geht um Geld. Also ich denke, prägnanter könnte man es fast nicht mehr ausdrücken. Die traditionelle Männerrolle. Zum Thema Männer und ihre Gefühle gibt es eine nette Geschichte von österreichischen Kabarettisten Rudi Weiß. Männerdiskussion. Ergebnis einer zweistündigen straffen Sachebenendiskussion zum Thema Männer und ihre Probleme mit Gefühlen war, dass die Gefühle wahrscheinlich Probleme mit den Männern haben. Aufgrund ihrer Abwesenheit konnten sie dazu jedenfalls nicht befragt werden. Ja, damit Beziehung gelingt, ist auf jeden Fall notwendig, achtsam und respektvoll die Beziehung mitzugestalten und auch Selbstbewusstsein zu entwickeln. Zum Thema Sexualität noch einmal was Lustiges. Missverständnis. Sie, liebst du mich? Er, ja, ich putze mir nur noch vorher die Zähne. Oder vom Wollen und Können, ein Beziehungsdrama in 10 Akten. Erster Akt, er will, sie will nicht. Zweiter Akt, er will, dass sie öfter will. Sie will nicht, dass er immer will. Dritter Akt, er sagt, er will gar nicht immer. Sie sagt dazu lieber nichts. Vierter Akt, er sagt, er will eigentlich gar nicht, wenn sie nicht wirklich will. Sie will wirklich nicht. Fünfter Akt, er will auch nicht, dass sie vorgibt zu wollen, wenn sie nicht will. Sie will nicht immer nicht wollen. Er will noch immer. Sie verspricht, wollen zu wollen. Siebter Akt, er will nicht, dass sie wollen will, sondern dass sie einfach auch will. Sie sagt, sie kann nicht auf Befehl wollen. Achter Akt, er sagt, er gibt ihr gar keine Befehle. Sie sagt, sie kennt sich jetzt überhaupt nicht mehr aus, ob sie jetzt wollen kann oder können will oder sonst etwas. Neunter Akt, er jedenfalls kann immer. Sie aber will keinesfalls immer. Zehnter Akt, wenn sie sich nicht bald einigen, sperrt der Minigolfplatz zu. Bekenntnis. Als mir unlängst eine Frau erzählte, die Männer wollen nur das eine, war ich erschüttert. Ich wollte es auch. Ja, wie wichtig Beziehungen für Männer sind, zeigt sich, wenn eine Beziehung vorbei ist, wenn es also zur Trennung und zur Scheidung kommt. Und wir wissen, dass gerade im Zuge einer Scheidung die Selbstmordrate von Männern deutlich erhöht ist. Ja, dann zu den Beziehungen gehören natürlich auch die Beziehungen des Mannes zu seinen Kindern. Also das Vatersein, wie kann das gelingen? Das habe ich im Buch sehr, sehr ausführlich behandelt. Das möchte ich aber jetzt nur ganz kurz streifen, weil sich da in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel verändert hat in Richtung neuer Männlichkeit. Es gibt aber so berührende Zeugnisse. Ja, wichtig ist auch, wenn man selber Vater ist, dass man sich auch bewusst auseinandersetzt mit dem eigenen Sohnsein. Also wie ist meine Beziehung zum Vater gewesen? Um das zu reflektieren. Und das merke ich in der Therapie sehr oft als Hauptthema. Es gibt also sehr
berührende Zeugnisse auch einer Sehnsucht nach einem präsenten und authentischen Vater. Das hat Julia Onken sehr drastisch eigentlich beschrieben mit diesen drei Frauentypen, die keine Anerkennung vom Vater bekommen haben. Aber hier lasse ich jetzt einen Mann sprechen. Ich vermisste oft jemanden, mit dem ich meine Sorgen besprechen konnte. Nie hatte ich das Gefühl, mein Vater interessiere sich dafür. Vielmehr war er selbst überfordert, wenn es darum ging, mir beizustehen oder Wege aus einer schwierigen Situation aufzeigen zu können. Mein Vater machte sich unsichtbar, ging Konflikten aus dem Weg. So war die Sehnsucht nach einem Vater präsenter als der Vater selbst. Richard Rohr, der berühmte Franziskanerpater, der sich viel mit Männern beschäftigt hat, spricht dabei von Vaterwunde. So etwas tut weh, wenn man keine Anerkennung bekommt vom Vater. Ich habe das x-mal erlebt in der Männerberatung, wenn ich Männer gefragt habe, hat der Vater gesagt, ich bin stolz auf dich. Plötzlich fangen die Männer zu weinen an. Das hat er nie gesagt und das hätte ich so gebraucht. Ein weiteres Gebiet der Beziehungen sind die Beziehungen von Männern zu anderen Männern, also Männerfreundschaften. Ich lasse wieder Rudi Weiss sprechen im Gedicht über gemischte Gefühle. Wie läuft's? Fragt der eine. Wie immer, sagt der andere. Das sind unsere Mauern. Wie geht's? Fragt der eine. Gut, sagt der andere. Das sind unsere Verstecke. Wie steht's? Fragt der eine. Man lebt, sagt der andere. Und so finden wir uns ein Leben lang nicht der Mühe wert. Die neue Männlichkeit zeigt sich für mich auch in einer bewussten Gestaltung von Männerfreundschaften, die eine enorme Quelle sein können von männlicher Energie und persönlicher Unterstützung. Ich habe oft Frauen gehört, die gesagt haben, wenn mein Mann von der Männergruppe heimkommt, der ist so positiv aufgeladen, voller männlicher Energie, dass ich mich richtig entlastet fühle. Ich brauche ihn jetzt emotional nicht zu versorgen. Das machen die Männer. Aber warum tun sich Männer so schwer mit Freundschaften? Die Männerforscher sagen, dass etwa 80-90% der Männer keinen wirklichen Freund haben, mit dem sie alles besprechen können. Frauen haben nicht eine Freundin, die haben mehrere Freundinnen, mit der sie alles reden. Was steckt da dahinter? Es ist die Homophobie, die Angst vor dem Mann bzw. die Angst, für schwul gehalten zu werden. Männer, die Händchen haltend auf der Straße gehen, werden für schwul gehalten. Zumindest in unserem Kulturkreis. In südlichen Ländern ist das anders. Und viele Männer sagen, mein bester Freund ist meine Frau. Der kann ich alles erzählen. Ja, es gibt aber auch positive Ausblicke. Es gibt viele Männer schon, die in Männergruppen gehen. Ich lasse hier einen zu Wort kommen, den Ernst, 43 Jahre. Ich bin seit 5 Jahren in einer Männergruppe und habe viel über mein Mannsein erfahren. Ich schätze den Gedankenaustausch und die gemeinsamen Aktivitäten. Offen und ehrlich von Mann zu Mann reden zu können, ist für mich ein sehr wertvoller Teil meines Lebens geworden. Es hat sich auch eine tiefe Freundschaft und männliche Solidarität entwickelt. Das Wichtigste ist für mich, ich bin mit meinen Themen nicht allein. Und es tut einfach gut, mit Männern zusammen zu sein. Ich fasse das 4. Kapitel zusammen. Meine Vision ist, dass Männer immer mehr die Bedeutung und den Wert von Beziehungen erkennen und dementsprechend als gleichwertige und ebenbürtige Partner in die Beziehung investieren.
Damit Partnerbeziehungen wirklich gelingen, ist es wichtig, Konflikte auszuhalten, nicht auszusitzen und gewaltfrei zu lösen, Machtkämpfe zu vermeiden, die Partnerin zu respektieren mit ihrer Meinung, wertzuschätzen und anzunehmen, wie sie ist. Das ist vielleicht der schwierigste Teil, denn wir wollen immer den Partner oder die Partnerin verändern. Das kann eine große Herausforderung sein für Männer, denn Frauen verändern sich im Laufe einer Partnerschaft sehr häufig durch zunehmende Autonomie, Selbstständigkeit und gesteigertes Selbstbewusstsein. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Paar kommt zu mir wegen Beziehungsproblemen und ich frage, na und wann hat das begonnen? Dann sagt der Mann, das kann ich Ihnen mit Datum genau sagen. Das war an so und so vielten. Sage ich, was war denn da? Da hat meine Frau ein Auto bekommen. Das heißt, sie ist autonom geworden. Und er hat sie nicht mehr kontrollieren können. Grundlegende Qualität einer neuen Männlichkeit ist für mich die Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben, aber auch für Beziehungen. Das bedeutet unter anderem, das Schweigen zu überwinden, aktiv den Kontakt zur Partnerin zu suchen. Viele Frauen sagen, ich habe einen Schweiger zu Hause. Also es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle selbstbewusst und klar zum Ausdruck zu bringen. Das ist für viele Männer der schwierigste Teil. Sie spüren es zwar, aber sie bringen es nicht heraus. Eine weitere Herausforderung besteht darin, gemeinsam die Hausarbeit zu erledigen. Ja, bezüglich neue Väter hat sich sehr, sehr viel verändert, aber punkto Hausarbeit liegt es noch ziemlich in Argen, was da die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigkeit anlangt. Ja, wir kommen zum letzten Kapitel. Ja, das sind ein paar nette Fotos. Ja, hier die Frauenministerin, die sehr für Männerkarenz wirbt. Und viele Männer sagen, es gehört zum Schönsten in einem Männerleben, mit Kindern die Zeit zu verbringen und mit Kindern zusammen zu sein. Ja, im letzten Kapitel habe ich noch 10 Minuten? Okay. Beschäftige mich mit den Werten in unserer Gesellschaft, die ich zum Teil in Frage stelle und wo ich für eine neue Männlichkeit neue Werte voranstellen möchte. Es geht immer alles schneller. Die Autos gehen immer schneller. Also, man weiß, dass auf Österreichs Autobahnen mindestens 2/3 der Autolenker die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhalten, ja? Außer am Sonntag. Viele sagen, keine Zeit, tut mir leid. Ja? Wir leben auch in einer Zeit der technischen und gesellschaftlichen Beschleunigung. Alles geht schneller. Die Handys muss man austauschen nach einem Jahr, die Computer muss man spätestens nach 2 Jahren austauschen und so weiter. Es geht aber auch sehr häufig, speziell bei Männern, vielfach um Status. Und es gibt verschiedene Statussymbole, BMW, Audi und so weiter. Um Macht, um Wissen, um Geld. Viele Frauen wissen nicht, was der Mann alles veranlagt hat und was er da mit dem Geld alles macht. Es geht um Gewinnmaximierung, um Spekulation bis hin zur Korruption. Und wir haben aktuelle Beispiele, die uns sehr beschäftigen in Österreich. Die Hypo, Alpe Adria, die dann weltweit die Korruption im Fußballverband FIFA, die VW-Abgas, der Skandal und so weiter. Papst Franziskus kritisiert im apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium die Vorherrschaft des Geldes in unserer Gesellschaft, die Gier nach Macht und Besitz. Und er verurteilt die weltweite Korruption und Steuerhinterziehung
und regt an, die strukturellen Ursachen der Armut und der Ungleichverteilung der Einkünfte zu analysieren. Wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Er sieht das gegenwärtige Wirtschaftssystem als ein System der Ausgrenzung und der sozialen Ungleichheit. Wortwörtlich, es ist nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit. Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand gedrängt. Wir haben die Wegwerfkultur eingeführt, die sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der Unterdrückung, sondern um etwas Neues. Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen. Denn durch sie befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht draußen. Soweit Papst Franziskus. Und er fordert weltweite Solidarität und gesellschaftliche Eingliederung der Armen. In der Wirtschaftspolitik sollte es also um die Würde jedes Menschen und um das Gemeinwohl gehen. Und hier denke ich, das sind Kriterien für mich für neue Männlichkeit. Nicht nur, dass die Männer Kinderwagen schieben und bei der Geburt dabei sind und von mir aus in Karenz gehen, sondern sich auch wehren gegen Ungerechtigkeiten. Ich war kürzlich in Gmunden bei den oberösterreichischen Kulturvermerken zum Thema Will haben. Und das war hochkarätig besetzt mit Referenten. Da ging es um den Konsumismus und um die menschliche Gier. Der Literaturkritiker Anton Duswaldner spricht von der Droge Lebensgier, von der Sucht nach intensivem Leben. Man will alles haben, was letztlich eine innere Leere erzeugt. Man hat zwar alles, aber man ist innerlich leer. Und der Philosoph Franz Schuh sagte, die Verhältnisse unterstützen die Gierigen. Die Gierigen stützen die Verhältnisse, die allerdings allmählich außer Balance geraten sind. Die Wirtschaft sagt immer, ja, die Menschen sind so gierig, man muss so billige Produkte anbieten. Dem hält Jörg Kreiger-Kreiner entgegen, die Wirtschaft ist gierig, dann nützt also das aus, damit das Menschen noch mehr kaufen. Paul Zulehner hat auch referiert bei dieser Tagung und er sagt, Gewalt, Gier und Lüge, diese Trias, sind sogenannte Selbstsicherungsstrategien gegen die Urangst der Menschen. Und er sagt, es ist fahrlässig, was gewisse Parteien machen, die Angst machen in der Bevölkerung. Denn Angstmache entsolidarisiert unsere Gesellschaft und ohne Solidarität gibt es keine gerechte und friedvolle Zukunft. Diesen Willhaben-Trend stellt Pater Riedelsberger die Spiritualität der Genügsamkeit gegenüber. Genug ist genug und es ist genügend da für alle, wenn es eine gerechte Verteilung auf dieser Welt gibt. Und mit Christian Felber, dem Mitbegründer von ATTAC, stelle ich dem männlichen Macht- und Konkurrenzstreben die menschliche Solidarität und Kooperation gegenüber, als neues Paradigma sozusagen. Konkurrenz ist ja das traditionelle männliche Verhalten und dieses, was neue Männer charakterisiert, ist meines Erachtens Solidarität und Kooperation. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Experte für nachhaltiges Wirtschaften, kritisiert in seinem Buch Faktor 5, dass wir immer mehr Ressourcen verbrauchen und Rohstoffe verschwenden und er plädiert für das Erlernen einer neuen Genügsamkeit. Das heißt, es kommt von mehreren Richtungen, dieses Thema. Das nächste Thema, Schöpfungsverantwortung. Gerade wir Männer brauchen mehr ökologische Sensibilität. Viele Studien zeigen, dass Frauen umweltbewusster sind als Männer.
Papst Franziskus appelliert in der Enzyklika Laudato Si an jeden Einzelnen, die Schöpfung zum Wohl für alle und die kommenden Generationen zu bewahren und zu schützen. Er spricht sogar von einer Spiritualität der Ökologie. Das ist ein ganz moderner Gedanke. Ja, ich bin da zuversichtlich, denn es gibt schon sehr viele positive Ideen und Aktionen von Gemeinwohl, Bank für Gemeinwohl zum Beispiel, Gemeinwohlökonomie und so weiter, Solidaritätskundgebung mit Armen, Anteilnahme am Schicksal anderer, speziell jetzt bei der Flüchtlingssituation, wo sich viele Menschen verbunden fühlen mit den Flüchtlingen. Ja, für Männer, wenn sie älter werden, stellen sich die Fragen, wo stehe ich in meinem Leben? Wie war das alles? Also, wo man Bilanz zieht, bin ich auf dem richtigen Weg oder wo sollte ich etwas verändern? Prozent der Männer denken laut einer Studie nicht über den Tod nach und über die Begrenztheit des Lebens. Fast zwei Drittel, also Wolfgang Ambros sind ja auch für immer jung, nicht? Fast zwei Drittel der Männer können auch keine Quellen für ihre Spiritualität angeben. Und ebenso zwei Drittel der Männer sehen den Sinn des Lebens darin, das Beste aus dem Leben herauszuholen. Also wieder will haben. Der spirituelle Weg ist immer auch ein Weg der persönlichen und menschlichen Reifung. Spiritualität kann als Suche nach der eigenen Lebendigkeit, nach David Steindl-Rast, verstanden werden, die uns mit den eigenen inneren Kräften in Kontakt bringt. Und diese Sicht erleichtert vielen Männern auch den Zugang zur Spiritualität. Auslöser für eine spirituelle Suche ist sehr häufig ein Gefühl der Unzufriedenheit, der inneren Leere und der Suche nach Sinn und Neuorientierung. Ziel meines Buches ist nun, Männer, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, aber neugierig sind und etwas verändern möchten, die sich auf die Suche nach einem neuen Lebensstil sehnen und nach mehr Lebensqualität, dabei zu unterstützen, ihre männliche Kraft und Vitalität wiederzuentdecken, ihre Angst vor Veränderung zu überwinden und sich im Leben neu zu orientieren. Mit Konstantin Wecker möchte ich sagen, Menschen müssen sich verändern, um sich selber treu zu sein. Wichtige Werte, Grundwerte, zu den wichtigen Grundwerten oder Haltungen, eher eine Haltung, gehört die Haltung der Dankbarkeit. Das habe ich von David Steindl-Rast gelernt. Und ich weiß, dass das für Männer eine besondere Herausforderung ist. Denn wir Männer haben ja so ein bisschen einen Allmachtswahn, alles ist machbar, ja, und alles ist selbstverständlich. Und so ist es eigentlich nicht. Und es gibt sehr viele Gelegenheiten, dankbar zu sein. Für ein sinnerfülltes Leben ist auch die Haltung der Achtsamkeit wichtig, des bewussten Lebens im Hier und Jetzt. Wir sind oft so getrieben von der Arbeit und von allem, was zu erledigen ist, dass wir nicht mehr zu uns selber finden. Das aktuelle Problem des Terrorismus, das Hilflosigkeit, Angst und Schrecken verursacht, ist für mich ein klares Symbol, klares Symptom dafür, dass in unserer Welt Grundwerte aus den Angeln gehoben werden, dass etwas aus dem Gleichgewicht kommt. Die Terroranschläge in Paris wurden geplant, um das Fundament unserer westlichen Gesellschaft zu erschüttern und zu spalten. Sie sind ein hasserfüllter Angriff von radikalen Männern auf unsere Grundwerte, Toleranz, Freiheit, Respekt und Menschlichkeit. Solche Akte sind meines Erachtens nur möglich, wenn sich Menschen nicht mit anderen verbunden fühlen.
sondern getrennt von anderen erleben. Meine These ist nun, dass es für Männer eine größere Herausforderung darstellt als für Frauen, sich in andere Menschen einzufühlen und sich verbunden zu fühlen mit anderen. Viele Männer, die mir in der Therapie begegnen, erlebe ich im Getrenntheitsmodus des Einzelkämpfers, des einsamen Wolfes, der alles allein bewältigen möchte. Menschliches Leid entsteht, wenn wir uns nicht verbunden fühlen und nicht eingebettet in ein größeres Ganzes. Erlebnisse der Verbundenheit mit anderen oder mit der Natur können hingegen sogar Glücksgefühle auslösen. Dahinter steht das Prinzip der Zugehörigkeit. Wir sind Teil der Natur, Teil des größeren Ganzen. Und wir wollen uns zugehörig fühlen und letztlich verbunden mit dem Leben selbst. Damit uns das gelingt, gibt es eine Voraussetzung, die Selbstliebe. Das hat mein Kollege aus Graz, Siegfried Essen, sehr schön beschrieben. Ja. Meine Vision ist nun, ich komme zum Schluss, dass immer mehr Männer innehalten, in die Stille gehen, auch allein sein können, sich Zeit für sich selbst nehmen, sich auf den Weg nach einer spirituellen Sinnsuche machen. Und es ist ermutigend zu sehen, wie viele Männer sich bereits auf diesen Weg begeben haben, zum Beispiel in ein Kloster gehen für ein paar Tage, um zu sich zu finden. Wer sich schließlich rechtzeitig mit dem Älterwerden und der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzt und dem Leben auch im Alter einen Sinn geben kann, wird gelassener altern und den Traum vom gelungenen Selbst vollenden können. Jeder Mann ist heute herausgefordert, seinen eigenen Lebensentwurf zu entwickeln und zu verwirklichen. Dabei geht es darum, die verschiedenen Lebenswelten, die berufliche Welt, die Beziehungswelt und die innere Welt in Balance zu bringen. Das richtige Maß zu finden und sich den wesentlichen Fragen zuzuwenden. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und was gibt meinem Leben Sinn? Was möchte ich verändern? Wir Männer haben auch eine große Verantwortung für die nächste Generation. Kinder benötigen positive und sichere frühkindliche Bindungserfahrungen, damit sie ein Urvertrauen aufbauen können. Burschen sind heute in ihrer männlichen Identität stark verunsichert. Sie brauchen daher männliche Identifikationsfiguren, die authentisch sind, berührbar und buchstäblich angreifbar. Männer, die eine gefühlsoffene männliche Identität verkörpern und vorleben, Männer, die in der Lage sind, auch Gefühle von Überforderung, von Hilflosigkeit, von Angst und Trauer auszudrücken. Männer, die auch zu ihren ambivalenten Gefühlen stehen. Das ist für mich echt männlich. Zusammenfassend, was ich mir unter neuer Männlichkeiten vorstelle, das sind Männer, die sich im sozialen Bereich, in der Erziehung und in der Pflege engagieren. Männer, die sich um ihre Söhne und Töchter kümmern. Männer, die ihre Frauen als gleichberechtigt respektieren und achten. Männer, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Männer, die sich selbst um ihre Gesundheit kümmern. Männer, die selbstbewusst, mutig und kraftvoll, zugleich aber auch sensibel und einfühlsam sind. Männer, die sich selbst und andere lieben, die dankbar und achtsam sind. Männer, die sich auf das Wesentliche beschränken und sich von allem befreien, was nicht unbedingt notwendig ist. Männer, die für sich, ihr Leben und ihr Verhalten Verantwortung übernehmen. Männer, die auch Nein sagen können, sich aber auch einmischen, wenn es notwendig ist. Männer, die zu ihren Fehlern und zu ihrem Scheitern stehen. Clemens Sedmark hat einmal gesprochen von der Kraft der Verwundbarkeit und von der, oder Günther Funke von der Kraft des Scheiterns. Also im Scheitern liegt auch Kraft drinnen. Männer, die Widerstand leisten gegen den Zeitgeist, gegen ungerechte politische Verhältnisse und wirtschaftliche Zwänge.
Ich habe einen sehr schönen Spruch gelesen bei einem Weltladen: Gerechter Handel verändert die Welt. Also es geht um den Einsatz für Gerechtigkeit. Dass wir uns einsetzen aktiv für eine andere, bessere Welt. Männer, die sich für Frieden auf dieser Welt engagieren und sich auf spirituelle Sinnsuche machen. Was neue Männer wirklich wollen: ein erfülltes Leben und mehr Menschlichkeit. Ich danke.